Hey Hanna! Ach, Julian, was ist denn? Ich wollte mich ein bisschen ausruhen. Ich gucke ein bisschen was auf dem Handy. Ja, darum geht's ja gerade. Gib mal bitte dein Handy. Ich habe eine richtig gute Prank-Idee. Ach nee, Julian, du kriegst mein Handy nicht und geprankt wird jetzt nicht mehr. Falls ihr es noch nicht wusstet, der Boden ist Lava. Ach nö, Emma, dein Ernst? Der Boden ist Lava? Das ist doch wohl sowas von out. Was? Du bist out? Nein, nein, rette sich weg, Han! Oh Mann, Julian und Emma, die sind so nervig. Man kann nicht mal in Ruhe in seinem Zimmer sein. Und schon kommen wieder die nervigen Geschwister. Julian, halte aus. Ich werde jetzt zu dir rüberspringen. Und ich muss die Lava überqueren. Das geht nicht anders. Ich muss hier irgendwie rüberkommen, sonst verbrenne ich. Ah! So, ich hab dich, Emma. Keine Sorge, ich lasse dich nicht in die Lava fallen. Ach, Julian und Emma, das ist mein schwer Zimmer. Geworden. Hey, vorsichtig, du bist da mittendrin. Oh, jetzt muss ich schon aus meinem eigenen Zimmer rausgehen, um Ruhe zu haben. Die sind wirklich einfach nur nervig. Ich glaube, hier kann ich das hin tun, das Spiel. Mhm, passt perfekt. Ach, ich freue mich schon, das wird ein richtig toller Spieleabend mit der Familie. Oh, Mama, Julian und Emma nerven. Was machst du da? Ich habe gerade unser Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel aufgebaut. Hm, wir spielen Mensch-Ärger-Dich-Nicht? Das ist doch cool. Ja, das ist super cool. Stimmt's, Martin? Mhm, ja, super. Wow, wie ich mich einfach freue. Irgendwas stimmt da nicht. Papa liebt eigentlich Spiele. Und er sieht gar nicht begeistert aus. Papa, was ist denn mit dir los? Du liebst doch eigentlich Spiele. Wollen wir nicht Mensch ärger dich nicht heute spielen? Hanna, du hast deine Mutter gehört. Familie. Und damit meinen wir nicht nur Familie Vogel. Nicht nur Familie Vogel? Wen denn noch? Und in diesem Augenblick haben sie jetzt auch an die Tür geklingelt. Die Schnösels sind da. Ach toll, dass ihr da seid. Ich find's richtig schön, dass unser Spieleabend jetzt starten kann mit euch. Den Spieleabend mit den Schnösels? Wie furchtbar. Ich werde mich schnell in Sicherheit bringen. Und ich muss Julian und Emma vorwarnen. Ach ja, die Kinder freuen sich sicherlich auch schon. Seid ihr schon alle bereit und aufgeregt? Ich freue mich. Oh Mann, ich muss mich ganz schnell und unbemerkt davon machen. Oh, die Lava, die steigt immer höher. Ich glaube, wir gehen gleich unter. Julian, bist du in Sicherheit? Julian, Emma, es ist etwas Schreckliches passiert. Hanna, wir haben das Hanna, sei doch vorsichtig. Ab in Sicherheit mit dir. Sicherheit gibt's nicht. Familie Schnösel ist unten. Und Mama hat einen Spieleabend mit denen geplant. Ist das nicht schrecklich? Oh nein! Da geh ich freiwillig in die Lava. Ja, ich bleib hier. Kinder, kommt ihr denn runter? Hanna, Julian, Emma. Oh nein. Und Mama ruft uns auch schon. Ich dachte, wir könnten uns einfach hier verstecken. Hey, dieses Mensch ärgert dich, die Feld ist aber riesig. Wo ist Emma denn, Claudia? Also, wenn ich das wüsste, wo die Kinder sind. Kinder, kommt ihr jetzt runter? Ich denke, die trauen sich nicht runterzukommen. Die haben wahrscheinlich Angst, gegen uns zu verlieren. Dass sie überhaupt gegen uns antreten wollen. Also, Familie Schnösel gewinnt immer. Oh ja. Hallo, wir sind da. Da sind ja die Angsthasen oder auch die Loser. Na, traut ihr euch nicht? Wen nennst du hier Loser? Außerdem, wir werden sowieso nicht verlieren. Wir trauen uns. Wir werden gewinnen. Na gut, Julian Vogel, dann nimmst du die Herausforderung an? Ja, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Was ist das für eine Frage? Ach super, da haben sich ja schon die ersten Freiwilligen gefunden. Dann können wir jetzt endlich starten. Okay, Jungs, welche Farbe möchtet ihr? Rot, grün oder blau? Also ich finde grün gut. Ich würde die nehmen. Ach, grün ist die Farbe der Hoffnung. Aber ich glaube, die Hoffnung ist bei euch total verloren. Ja gut, dann eben halt rot, also passt zu meinen Haaren. Und blau ist für mich, also so wie das Meer, das ist ja auch riesig. Und ich bin auch riesig, aber naja, das macht keinen Sinn, ich werde gewinnen. So, die kommen jetzt da rein, aber wir spielen nur mit zwei Hütchen, das dauert sonst ewig. Das ist sowas von typisch. Familie Vogel will einfach eine Extrawurst haben und nimmt eine Figur weg. Mhm, sollen sie machen. Jetzt, mein Junge, du musst unsere Familienehre retten. Also du wirst auf jeden Fall gewinnen, ist ja sowieso klar. Also, ihr nehmt es ja schon wieder richtig ernst. Komm, Julian, zeigt's denen. Hier, Julian, ich lass dir den Vortritt. Ich meine, die Loser sollen ja hier nicht weinen dann, ne? Ha! Ich sagte, wir werden sowas von gewinnen. Und jetzt rollen die Würfel. Los, Julian! Du schaffst das! Oh, yes! Das ist eine 6 für Julian Vogel. Das heißt, ich darf direkt raus aus meinem Häuschen. Oh, das läuft ja ziemlich gut hier für Familie Vogel, ja? Oh, sowas nenne ich Anfängerglück. Mir ist der Würfel aus der Hand gerutscht. Ja, so war das. Dann liegt ja der Julian in Führung. Super. Oh, hallo, Julian, du bist dran. Ich möchte auch mal noch spielen heute, hä? Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Ist da einer etwas sauer? So, jetzt noch eine 6. Tada! Noch eine 6. Oh Mann, ist das klasse. Dieser Würfel ist manipuliert, ja. Also das würde passen. Würde total passen. Die können einfach nicht verlieren und manipulieren einfach dieses Spiel. Typisch Familie Vogel. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schon wieder eine 3. Also irgendwas stimmt hier mit dem Würfel nicht. Ganz klar. Julian, du bist wieder dran. Komm schon, noch. Diesmal nur eine 4. Okay, ist auch in Ordnung. Ja, endlich. So, jetzt geht's aber richtig los. So, also Julian, du kannst jetzt schon mal einpacken. Jetzt wird richtig gespielt. Ich mache ernst. Okay, also jeder von uns hat jetzt eine Figur im Häuschen. Und wenn ich eine 6 würfle, dann habe ich gewonnen.
Denkst du jetzt wirklich, du wirst dieses Spiel gewinnen? Nein, nein, dieses Spiel geht an Familie Schnösel. Ganz genau, Julian. Also, dieses Spiel gewinnt Familie Schnösel, das sollte dir klar sein. Ja, sowas von nicht. Familie Vogel vor. Familie Vogel. Los, Julian. Mach das jetzt klar. Ich dachte, es wäre eine tolle Idee, gemeinsam zu spielen, aber dass das so überkocht, das hätte ich nicht gedacht. Nils, du weißt ganz genau Bescheid. Wenn wir hier heute verlieren, dann können wir uns nirgendwo in Playmobil City mehr blicken lassen. Also, es geht um die Ehre. Okay, okay, Julian, konzentrier dich. Das Spiel ist vielleicht jetzt schon gleich zu Ende. Tss, als ob du gewinnst, Julian. Ich meine, wir können auch um euer Haus wetten, hä? Habe ich kein Problem mit. Ich werde sowieso gewinnen. Stopp, sehr gut. Und du kriegst dann meinen Porsche, falls du Leute, gewinnen solltest. Leute, streitet euch nicht. Unsere Luxusvilla wird nicht verwettet. Doch, auf jeden Fall. Und jetzt kommt meine 6 und dann habe ich gewonnen. Wie toll, es ist nur eine 3. Obwohl, warte mal. 1, 2, 3, Nils, tschüss. Das kannst du nicht machen. Ja, doch, mache ich jetzt. Und tschüss. Na, der fliegt jetzt mit einem Lowkick. Alles macht keinen Sinn. Ich spiele nicht ja, mehr. Und der Porsche bleibt bei mir. Hey, Nils, also das Spiel war noch nicht zu Ende. Ich spiele nicht mehr mit und mit dir ganz besonders nicht mehr. Oh doch. Und der Porsche, der gehört jetzt mir. Dieses Spiel, ne, das war sowas von manipuliert. Alles inszeniert hier. Also du und deine Familie könnt mir gestohlen bleiben. Super, Nils, zeig's ihm. Eieiei, stopp. Ich werde das jetzt hier abbrechen. Das war's mit dem Spiel. Typisch Familie Schnösel und Familie Vogel. Ach, wir verstehen uns einfach nicht. Jungs, auseinander. Der Spielabend ist jetzt beendet. Schluss, es wird nicht mehr gespielt.